Benediciamo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Accogliamo nella gioia, o fratelli, il divino annuncio della Quaresima, come gli abitanti di Ninive accolsero la predicazione di Giona, come le prostitute e i pubblicani che ascoltarono Giovanni parlare, anche noi prepariamoci alla comunione con il Signore, celebrata il Sio. Con lacrime e pentimento laviamoci per ottenere da Dio un cuore puro. Preghiamo con insistenza di poter contemplare il compimento della Pasqua, pienezza dell'amore di Dio. Prepariamoci ad adorare la croce e a gioire della resurrezione. Non deluderci nella nostra speranza, o amico degli uomini, e quello spirito che ha condotto Gesù nel deserto guidi anche noi nel tempo di Quaresima. Addolcisca il nostro cuore, ci protegga dalle tentazioni, ci apra al senso delle Scritture per la parola di vita eterna. Amen. Questo è il tempo del ricordo, ricordate a me con tutto il cuore, lacerate di cuore con le vesti, ricordate a me con tutto il cuore, torna il figlio a casa del con il Salmo 40. Abbi pietà di me, Signore, guariscimi. Abbi pietà di me, Signore, guariscimi. Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il vivere beato sulla terra.
Aus dem Markus-Evangelium im ersten Kapitel. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. Das ist das Evangelium des Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind heute Abend hierher gekommen, heute Abend, wie im Evangelium, am Abend gekommen, und beten für die Kranken, die wir im Herzen haben, an die wir denken. Und uns schließen sich heute an unsere Freunde aus unseren Gemeinschaften in der Ukraine, die heute hier sind, nach Rom gekommen sind, und wir freuen uns, dass sie hier sind. Wir nehmen sie herzlich auf, und der apostolische Nuntius in Kenia und Südsudan ist auch gekommen. Zur Zeit Jesu und wie heute war das die Krankheit an die Ohnmacht des Menschen, machte sie deutlich etwas gegenüber etwas Größeres. Und damals war es noch viel schlimmer als heute. Heute haben wir viel mehr Heilungsmöglichkeiten zur Verfügung. Aber das löst nicht unsere Grenze auf,
Und dieses kolonisierte Galiläa in der Zeit Jesu, dort lebten sehr viele verlassene, unheilbare Kranke, Bettler, Menschen, die besessen waren mit verschiedenen Krankheiten. Also die vielen Verwundeten und Verstümmelten, die man auch heute in dem Krieg sieht, wie in der Ukraine auf der Straße. Also die waren am Anfang der Dörfer, da saßen die und sie waren ausgeschlossen von der Gemeinde, von der Gemeinschaft der Leute. Sie saßen auch vor den Synagogen. Also manche waren auch Aussätzige oder Menschen, die ausgeschlossen waren aus der menschlichen Gemeinschaft. Die Gelähmten, die Tauben, die Blinden und die von den anderen abhängig waren. Wir haben auch im Psalm 41 gehört, dass wir gebetet haben, der Freund, der hat mich verlassen und er wendet sich gegen mich. Und die Krankheit führt auch zur Verlassenheit und zur Isolation. In der damaligen Mentalität waren diese Menschen, und es waren viele Menschen, die es damals gab, waren verlassen. Denken wir heute an die armen Länder, die Massen der Menschen auf der Straße, die vergessen sind. Und sie fühlten sich einfach auch verstoßen, nicht nur von den Menschen verstoßen, sondern auch von Gott verstoßen. In der Mentalität des Judentums kam alles von Gott. Die Gesundheit, aber auch die Krankheit. Alles stammte von Gott in der Mentalität der damaligen Zeit. Denkt an die Frage der Jünger, die dem Blindgeborenen begegnen und sie fragen, Herr, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Die Krankheit wurde als göttliche Strafe angesehen. Und die Gesundheit als einen Segen Gottes. Also die Blinden wurden einfach ausgeschlossen daher. Und auch die Krankheit. Das war eine soziale Isolation. Und das war noch ein Zusatz zu der Krankheit. Und dann kam noch dieses Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Also wir verstehen sehr gut die Neuheit der Anwesenheit Jesu in Galiläa. Die Tatsache, dass die ganze Stadt versammelt war vor der Haustür, um zu sehen, um diese neue Tatsache zu sehen. Und dann sagt das Evangelium, man brachte alle Kranken, die an allen möglichen Krankheiten litten, zu ihm und auch viele Besessene. Und er heilte sie am Leib und an der Seele. Ja, wenn wir dieses Evangelium hören und von diesen Massen von Menschen, die keine Gesundheit hatten und die vom Leben, unter dem Leben litten, also die ganze Stadt in Kapernaum suchen Jesus. Simon sagt zu Jesus, alle suchen dich. Er hat das Leid auf sich genommen. Er spricht mit den Kranken, er verachtet sie nicht, er geht ihnen nicht aus dem Weg, er heilt sie. Also die Heilungen zeigen auch mit einer Deutlichkeit, die sehr stark ist, dass Gott auf der Seite der Ausgeschlossenen steht und auch auf der Seite der Kranken und dass Gott sich um ihr Schicksal kümmert, während niemand sich um sie sonst ihre Schicksals annahm, nicht mal ihre Familienangehörigen, die haben sie auch im Stich gelassen. Und das im Matthäus-Evangelium wird diese gleiche Episode überliefert, die Markus überliefert. Also der zitiert den Propheten Jesaja, der dieses Bild scheinbar interpretiert, von dem wir heute diesen Abschnitt gehört haben.
Matthäus zitiert Jesaja an dieser Stelle. Er hat die Krankheiten auf uns sich genommen und unsere Leiden getragen. Ja, Jesus hat wirklich unsere Krankheiten getragen und unsere Leiden auf sich genommen. Das ist die Erfahrung von immer. Jesus begegnet, heilt, tröstet, hört zu, also all diesen Menschen, deren Leben überhaupt keinen Wert hatte. Die Leute waren nicht nur missachtet, verachtet, sondern auch ausgegrenzt. Also dieses Bild des Evangeliums, der die Krankheiten auf sich nimmt, erinnert uns heute, dass auch wir vor ihm sind und auch wir bringen viele Geschichten, Namen zu ihm, um sie auf sich zu nehmen. Aber Jesus geht auch an einem bestimmten Punkt in der Frühe an einen einsamen Ort, um zum Vater zu beten. Also er will fast ein bisschen Luft schöpfen nach so viel Druck und so viel Begegnungen. Das ist aber nicht nur ein vertrauter Augenblick der Begegnung mit dem Vater und nicht nur ein bisschen Rückzug, weil er von dieser ganzen Masse sozusagen bedrängt war. Es ist auch eine Bitte um Heilung der Kranken. Das Gebet Jesu ist Fürbitte bis zum Kreuz für eine Welt, die so voll Leid ist und voller Krankheit. Ja, Jesus öffnet mit seinem Gebet den Weg für die Jünger, damit sie um alles bitten, damit sie auch zum Vater beten, um die Heilung der Kranken und ihren Trost beten. Das Gebet in seinem Namen, so heißt es im Johannesevangelium, wird immer aufgenommen und erhört werden vom Vater. Und Jesus fügt sogar hinzu, an jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bittet und ich werde nicht sagen, dass ich zu meinem Vater bete, sondern der Vater selbst wird euch lieben und glauben, dass, weil ihr glaubt, dass ich in seinem Namen gekommen bin. Auch wir können dieses Evangelium leben, das wir gehört haben. Gewissermaßen können wir wie Jesus für die Kranken beten, dass sie nicht verlassen sind in ihren Häusern und in Krankenhäusern oder in der Einsamkeit oder in ihrer Gebrechlichkeit. Dieses Evangelium hilft uns, mit Glauben zu beten und hilft uns, überall jemanden zu trösten, der krank ist, mit der Hoffnung, die Jesus uns schenkt. Amen. Al Signore buono e misericordioso, che tutto può, presentiamo nella preghiera i nomi delle nostre sorelle e dei nostri fratelli ammalati e di tutti coloro che cercano la guarigione e la salvezza della loro vita.
O Signore, che doni vita nuova e salvezza a quanti ti invocano, tocca con il tuo amore la vita di chi soffre, come toccasti sanando il corpo e il cuore di tanti malati. Dona loro guarigione, pace e salvezza. O Signore, che hai chiamato beati coloro che soffrono e hai aperto loro le porte del tuo regno, dona anche a noi la beatitudine di gustare la dolcezza del tuo amore e la tua misericordia senza fine. O Signore Gesù, che vinci la morte ed ogni male, sostieni la nostra fede, sorreggici nella speranza e guidaci verso il tuo regno di pace per ora e per sempre. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O mio Signore, io oggi spero in te, fammi vivere. Amen.
pace del Signore sia con tutti. Amen. Amen. E la pace che il Signore ci ha donato, noi ce la scambiamo gli uni gli altri.